Hallo, grüß euch. Wir machen heute einen ganz leckeren Karottenkuchen. Ich weiß auch nicht, das habe ich mir jetzt einmal angesehen. Vor allen Dingen habe ich noch relativ viele Nüsse übrig von Weihnachten. Und die will ich jetzt einmal verarbeiten, bevor sie ranzig werden. Es könnt die Nüsse auch mischen, Mandeln, Haselnüsse, was es habt, Walnüsse. Das spielt jetzt im Grunde nicht so eine Rolle. Das ist halt, der Geschmack ist ein bisschen anders, aber im Grunde spielt es keine Rolle. Ich habe zufällig noch so viele Haselnüsse da gehabt, aber bitte verarbeitet die. Die, was daheim habt, damit das einmal weg ist, dann kann man wieder was Frisches kaufen. Dazu habe ich jetzt 6 Eiklar mit 2 Drittel vom Zucker. Das ist noch 1 Drittel Zucker. Und 2 Drittel vom Zucker ist da drinnen. Die habe ich ganz steif geschlagen. Das tun wir jetzt auf die Seite. Dann habe ich da die 6 Dotter. Und da kommt der restliche Zucker rein. Das geht relativ schnell, so ein Karottenkuchen. Die einzige Arbeit, was man hat, ist Karotten aufreiben. Aber sind gar nichts. Die lasse ich jetzt so richtig gelb, hellgelb, schaumig aufschlagen. Ich schalte jetzt die Kamera aus, weil das relativ laut ist und da kriege ich wieder Kommentare. Wenn das richtig hellgelb aufgeschlagen ist, dann zeige ich es euch und dann geht es eigentlich ratzfatz mit dem Kuchen. Gell? Ich bin jetzt gleich wieder bei euch, wenn das fertig ist. So, ich tue es immer zuerst in den Schnee schlagen, dann spart ihr euch den Ding abwaschen. Man muss immer rationell arbeiten. So schaut das Ganze jetzt aus. Das ist richtig hellgelb und fest aufgeschlagen. Da tun wir jetzt 1 Drittel vom Schnee. Relativ zügig unterheben. Einrühren eigentlich. Das Backrell habe ich auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt. Dann tun wir in restlichen Schnee drauf. Ich habe zuerst beim Zucker habe ich einen Zitronenabrieb dazu gehabt, das was ich natürlich auch ins Rezept schreibe. Aber nicht, dass man es, das ist falsch, ich habe es einfach vergessen zu sagen. Gell? So, das ist jetzt der Schnee. Dann habe ich Nüsse, Karotten und Mehl. Habe ich alles in eine Schüssel vermischt. Und das tun wir jetzt auf den Schnee drauf. Und dann einmal einen Kochlöffel. Und dann das alles schön verrühren. Das ist die ganze Zauberei. Ich mache, was nicht jeder muss, aus Staubzucker, Zitronensaft mache ich nachher so eine Glasur oben drüber, aber das machen wir eh zusammen. Und inzwischen übe ich mich mit Marzipan einfärben und Karotten machen. Aber das muss natürlich nicht jeder, das ist ja nur, dass es schön ausschaut. Ich tue immer nachher noch mit dem Spatel, weil das geht einfach besser und der Tag wird einfach schön verteilt. Von ganz unten auf, dass ja nicht irgendwas, dass eine richtig schöne Masse entsteht. Das ist eigentlich der ganze Kuchen.
der was relativ schnell geht, muss ich sagen. Und zwar habe ich eine 26 cm Form. Die, was ich eigentlich immer habe. Es schreiben mich ganz viele an, wie groß die Form ist. 26 cm. Die habe ich mit meinem Backtrennfett ausgefettet. Wenn ihr das Backtrennfett wollt, da habe ich ein Video drinnen. Da muss man auch keinen Thermomix haben, das kann man auch mit dem Pürierstab machen. Das ist ganz was Tolles, da braucht es nicht Butter und Mehl, sondern da ist alles enthalten und das geht super, der flutscht gerade außer der Kuchen. Ich nehme das für alles her und der geht wirklich richtig gut. Und jetzt werden wir das da einfüllen. Ein Karottenkuchen ist halt eben sehr saftig und ist halt immer gut, gell? Dass er eben ist. Und so tun wir jetzt ins Backerl eine Stunde bei 180 Grad Heißluft. Und wenn das alles fertig ist, dann zeige ich euch, dann machen wir zusammen die Glasur. Gell? Tschüss, die Welt. So, das ist der fertige Kuchen. Ich habe ihn umgedreht. Gell? Das ist unten gewesen. Und das, was oben war, ist jetzt da drunter. Ich tue jetzt noch einmal den Ring um. Und zwar aus dem Grund, weil die Glasur dann schön oben bleibt. Und zwar tun wir jetzt da Stabzucker. Da müsst ihr selber schauen, dass die Konsistenz zusammenbringt, die was braucht. Weil das muss ein bisschen ringen, es darf nicht zu fest sein. Da habe ich einen Zitronensaft. Ich mag das ganz gerne auf der Karottentorte. Ich habe da jetzt nicht einen frischen Zitronensaft, sondern ich habe aus der Flasche außer, weil ich keine frische Zitrone da gehabt habe. Das ist ein bisschen zu wenig. Das ist ein reiner, hundertprozentig reiner Zitronensaft, also keine Zusätze, nichts. Schauen wir. Dass man noch ein bisschen mehr. Wer das nicht will, weil zu viel Zucker drin ist, bitte lasst es einfach weg. Ich finde nur bei der Karottentorte finde ich das eben ganz gut, wenn die Säure von der Zitrone und das finde ich passt ganz gut. Jetzt glaube ich, haben wir es. Wie gesagt, es soll schon ein bisschen rinnen, sonst springen wir es nicht schön auf. Schauen wir mal. So ist es ideal, finde ich. Dann lassen wir es so stehen. Und da habe ich dann Karotten gemacht mit den Blatteln. Und die tun wir dann auf. Müssen wir vielleicht warten, bis es ein bisschen angezogen ist. Dann habe ich mir gedacht, da gibt es so nette Formen mit den Schmetterlingen.
Da tun wir dann einen Schmetterling drauf und wieder. Ich warte jetzt noch, bis ein bisschen angetrocknet ist. Und dann tue ich es auf. So. So, und das ist so alles gewesen. Macht sie nach, ist überhaupt nichts dabei. Eine Karottentorte ist immer gut. Dann habt ihr auch gleich die Nüsse weg, wenn eine übrig geblieben sind. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!